Das Gesundheitsstudio Körperformen in Lindlar fühlt sich durch die aktuellen Corona-Bestimmungen erheblich benachteiligt. Warum das so ist, erklärt Mitinhaber Stefan Türk. Wenn wir die gleiche Situation haben, nur beim Physiotherapeuten, der auch durchaus solche EMS, also elektromuskuläre Stimulationsgeräte hat, darf ein Physiotherapeut aktuell diese Anwendungen bei seinen Kunden machen. Wir dürfen es nicht. Türk ist erbost, denn er wollte seine Dienstleistung Patienten mit einer ärztlichen Verordnung anbieten. Ja, ich finde es natürlich ungerecht, weil wir pauschal in den Bereich der Fitnessbetriebe oder ähnliche Einrichtungen reingesteckt werden. Und eine Physiotherapie darf das, was wir machen, anwenden und wir nicht. Geschäftsführer Türk hat das Körperformenstudio mit zwei Kompagnons am 1. November übernommen und konnte seitdem aufgrund des Lockdowns noch keinen Tag arbeiten. Doch das Schlimmste für ihn, während viele Unternehmen staatliche Hilfe erhalten, schaut der Lindlarer Betrieb in die Röhre. Ja, das ist ganz paradox. Ich bekomme keine staatliche Hilfe, weil wir haben diesen Betrieb übernommen. Am 1.11., mit dem 2.11. hatten wir einen Lockdown und mein Steuerbüro hat mir vor einigen Tagen mitgeteilt, dass wir aus sämtlichen Stichtagen und Regularien, die es dort gibt für die Wirtschaftshilfe 2, komplett rausfallen. Türk ist Inhaber von 6 Körperformenstudios. Für alle hatte er ein Hygienekonzept entworfen. In 3 Kommunen ging das problemlos durch. In den übrigen verweigerte man ihm die Genehmigung. Wir hoffen in unserer Branche auf den Mai, also auf wärmere Tage. Und so lange müssen wir wahrscheinlich einen Atem haben. Und ich hoffe natürlich auch darauf, dass vielleicht das ein oder andere Ordnungsamt sich dieses Konzept nochmal genau anschaut. Und wenn es dann so schlüssig ist und auch vertretbar ist, dann im Sinne unserer Kunden, aber auch im Sinne der Wirtschaft dann für uns entscheidet. So bleibt Stefan Türk und seiner Lindlarer Mannschaft nur, weiterhin abzuwarten.